rein und springen. Spitzt die Ohren, setzt auf den Pott, scheucht drauf. Der Vorhang geht schon auf. Ah, die Hunde! Ja, das ist schön. Ja, das Ui, zwick, ui, zwack, Juchesser, sah, der Kasperl ist schon wieder da. Seid ihr auch alle da? Ui, ich glaube, ich habe mir heute in der Früh Karotten in die Ohrwascheln gesteckt. Ich höre doch überhaupt nichts. Seid ihr alle da? Ja! Fesch, so muss es sein. Und ich begrüße auch die kleinen Zwetschgenknödel zu Hause vorm Fernsehkasterl. Hallo, Bussi vom Kasperl. Sagt's einmal, habt ihr die Großmutti schon gesehen? Nein. Habt ihr vielleicht den Seppal schon gesehen? Aha. Das ist nämlich ein Problem. Ich bin nämlich viel zu spät dran, weil ich habe meinen linken Socken nicht finden können. Ja, ich habe mich ein bisschen verspätet und ich hoffe, dass Sie nicht sauer auf mich sind. Sagt mal, habt ihr euch auch schon mal verspätet? Ja. Ja? Und habt ihr dann geschimpft bekommen? Nein. Nein. Nein, ich werde mir einfach eine gute Ausrede einfallen lassen und am gescheitesten ist, wir verplempern jetzt gar nicht recht viel Zeit und marschieren einfach alle gemeinsam hinter die Kasperlvilla zum Garten. Wollt ihr da mitkommen? Ja! Wollt ihr alle mitkommen? Ja! Na dann zählen wir bis drei und marschieren wir gemeinsam los. Eins, zwei, drei und los geht's! Niemand mag mich, niemand braucht mich, niemand will mich. Aber Seppal, sag einmal, was redst denn du da für einen Unsinn? Du sag einmal, Seppal, hast du vielleicht narische Schwammerl gegessen? Ja, vielleicht, gescheiter wär's. Na, was ist mich denn? Mich braucht ja sowieso niemand. Na, nichts geh. Darf ich machen. Ich glaube, ich gehe ins Kloster. Ja, 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 freilich, freilich. Ja, und wer sitzt denn dann vorne bei mir im Auto? Ei. Ja, am Beifahrersitz. Ja, wo ich doch so dringend einen Co-Piloten benötige. Hm. Dass der Herr Gurkerl, unser Kreisler, ist beschäftigt und der Kasperl lässt sich auch nicht blicken. Ja. Und du, lieber Seppal, bist meine allerletzte Hoffnung. Ja. Was? Was? Ja, ja, ja. Ich? Ja. Was? Omi? Ja. Hast du Großmutter, meinst du mich? Naja, schau dich einmal herum. Hast du vielleicht noch jemanden anderen hier gesehen? Nein, nein. Na eben. Großmutter? Ja. Ich darf vor dem Auto fahren? Ja, ja. Aber Großmutti? Ja, was ist denn? Wie macht man denn das? Naja, das ist gar nicht so schwer. Wie macht man was? Kasperl, wo steckst du so lange? Bitte schön, in der Hose, ich habe mich verspätet, Entschuldigung. Haha, ja, und deswegen darf auch ich vorne sitzen bei der Oma im Auto als Co-Pilot. Ja, weil der Herr Kasperl wieder einmal zu spät gekommen ist. Genau. Ja, bitte Großmutti, ja? Ich habe meinen linken Socken nicht finden können. Ja, und der rechte war auch futsch. Das ist aber keine gute Ausrede. Aber geh immer mit deinen Ausreden. Aber das ist jetzt ganz wurscht. Wurscht? Denn ich habe beschlossen, dass wir heute unser Automobil auf Hochglanz bringen. Yeah. Ui, das ist aber so. Das ist eine Bombenidee. Ja, eine Bombenidee, Omi. Außerdem darf ich vorne sitzen, Ja. Also hörst du, dann habe ich eine noch bombigere Idee. Na, was ist das? Wir machen so. Ja. Ihr zwei, ihr holt in der Zwischenzeit die alte Klapperkiste. Ja. Ja. Und ich kümmere mich um die Sachen zum Putzen. Ja. Ja, machen wir das so? Machen wir so. Dann treffen wir uns da wieder. Gut, komm, Omi. Also gut. Ja, komm, dann gehen wir halt die Klapperkiste holen. Ja, jetzt gehen wir zur Klapperkiste. Omi. Ja. So, da ist schon ein Fettsau. Das nehmen wir mit. Und da ist ein Kübel. Das nehmen wir auch mit. Ruck. Und dann nehmen wir noch. Da ist noch die alte Unterhose von der Oma. Nicht so schnell, warte mal. Omi, hast du das? Geht's? Ja, aber nicht so schnell. Au. So was? Fertig? Ja? Ja, fertig. Du weißt, ich durch einräumen? Ja, ich steige mal ein. Ich möchte auch was zum Putzen haben. Gib's mir was. Da. Ja, ich möchte auch Großmutti putzen. Großmutti Matt, mach einmal das Türl vom Auto auf.
Den Tür vom Auto, ja? So, ich muss das Kübel noch verstauen. Ja. So. Aber ich möchte was zum Putzen haben. Ja, warte, eine Fetzen. Ich hab noch einen Fetzen. Ja, einen Fetzen. Ja, was denn? Ich vergiss den Staubwedel nicht. Hab ich schon reingegeben. So groß muss die einsteigen. Warte, ich ja. Ja, du darfst vor sich. Zeppel, lass mich auch rein. Ja, komm schon. Ich so, ja. Pass auf. So. Ja, so. Ja. Nicht drängen, du den nicht so warte, drängen. Wo ist denn der Popschat noch raus? Na ja, das weiß ich ja. Ihr habt mir ja keinen Platz gelassen. So, Tür zu. So, Tür zu. Zug wieder ab. So. Aha. Und? So, sind wir jetzt alle drin in der Kiste? Ei, Sir. Ja, dann nehmen wir am besten die Kinder alle mit. Ja, zählen wir drei und fahren gemeinsam zur Autowerkstatt. Also. Ich sag euch was, heute gibt es wieder Spaß! Gasball! Gasball! Unter meiner Zipfelmütze stecken wieder viele Witze! Gasball! Gasball! Schwuppdiwupp, hip, hip, hurra! Servus, Kinder, ich bin da! Servus, Gasball! Servus, Kinder! Zwick, juch heißt es, sah, der Kasperl ist schon wieder da. Seid ihr auch alle da? Ja! Ui, ich glaube, ich habe mir heute in der Früh Karotten in die Ohrwascheln gesteckt. Ich höre doch überhaupt nichts. Seid ihr alle da? Ja! Fesch, so muss es sein. Und ich begrüße auch die kleinen Zwetschgenknödel zu Hause vorm Fernsehkasterl. Hallo, Bussi vom Kasperl. Sagt's einmal. Habt ihr die Großmutti schon gesehen? Nein. Nein? Habt ihr vielleicht den Seppal schon gesehen? Aha. Das ist nämlich ein Problem. Ich bin nämlich viel zu spät dran, weil ich habe meinen linken Socken nicht finden können. Ja. Ich habe mich ein bisschen verspätet und ich hoffe, dass sie nicht sauer auf mich sind. Sagt mal, habt ihr euch auch schon mal verspätet? Ja. Ja? Und habt ihr dann geschimpft bekommen? Nein. Nein. Nein, ich werde mir einfach eine gute Ausrede einfallen lassen und am gescheitesten ist, wir verplempern jetzt gar nicht recht viel Zeit und marschieren einfach alle gemeinsam hinter die Kasperlvilla zum Garten. Wollt ihr da mitkommen? Ja! Wollt ihr alle mitkommen? Ja! Na dann zählen wir bis drei und marschieren wir gemeinsam los. Eins, zwei, drei und los geht's! Und los geht's! Ja. So? Achtung, Wassermarsch! Ups! Ah! Kaspi! Ah! Auf! Nass! Ja! So, warte, ich mach den Besen noch! So? Ja! So, da auch noch ein bisschen! Da auch noch! Jägerlo! Ja, Herrschaften, so. Ich bin's, die Omi. Herrschaften, ja. Seppal, steig aus. Warte, komm. Ich komm nicht mehr in die Höhe. Ja, Großmutti, oh, was ist denn los? Was machst du da hinten? Na ja, mir hat irgendeiner ins Kreuz hineingeschossen. Oh, ja, ich habe einen Hexenschuss, ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, Mama. Wieso schaust du nicht mehr am Boden? Na ja, weil ich mich nicht aufrichten kann, weil es so weh tut. So, Oma, warte mal ein bisschen. Ja. Warte, ich tu mal das Auto rausführen. Warte, ja, aber nicht, dass das so lange dauert. Mach mal ein bisschen Platz vor sich auf die Omi. Oh, nicht anstoßen. So, warte, ho. Ich bin ganz bewegungslos. Die arme Omi. Ja, alles tut weh. Hilf's mir doch irgendwie. Warte mal.
Großmutti. Ja. Warte, ich probier mal aus. Ja. Tut's da weh? Ja, überall tut's weh. Überall? Ja. Giuseppe? Ja. Weißt du, was am besten wird sein? Wir bringen die Oma heim. Ja. Und dann rufen wir einfach den Herrn Doktor an und der soll sich die Oma anschauen. Das ist eine gute Idee. Der Herr Doktor soll kommen. Ja. Ja. Großmutti, tu dich einmal umlegen. Warte, ich bin so. Nein, nicht. Ah, warte. Das tut schon und die Füße weh. In die Höhe. So. Nein, ich bin ja kein Artistin. Also, Großmutti, das tut jetzt nicht. Warte, ich drücke auf die Füße drauf. Ho. Ups. Ah, ist besser? Nein. Nicht. Überhaupt du nicht. Du setzt mich schon weg. Warte, du nimmst die Großmutti bei den Schultern ja, und ich nehme sie hinten bei den Haxen. Gut, aber vorsichtig. Ja, wir tragen sie die Kasperlvilla. Ganz vorsichtig. So, ho. Ne, warte ein bisschen. Ho. Geht's ho. Ja. Ho. So. Geht's? Weh. So, und jetzt. So weh. Und ho. Ho. Vorsichtig, schön ho. Langsam. Ruck. Schön langsam. Ho. Ja. Warte, da steht doch noch hoch. Ja. Ruck. Tut so weh. Ruck. Warte, Großmutti, gleich sind wir daheim. Ja, hoffentlich. Ich halte sie ja schon immer mehr aus. Was? Ja, warte. Au. Sagt's, Kinder. Ich komm gleich wieder. Wir bringen nur geschwind die Oma ins Bett, ja? Bleibt mal da. Was denn? Hilf mir. Ja, ich komm gleich. Bleibt ihr mal da, wir kommen gleich wieder. Warte, Zeppel, was machst du mit der Oma? Ich hab ein Bier, du hast das erste Sohn. Ich hab ein Bier, du hast das erste Sohn. Was sieht mein trübes Hexenauge? Na, sowas. Was? Ein Staubwedel. Richtig, nach so einem Ding suche ich auch schon den ganzen Tag. Kinder, wisst ihr, ihr müsst nämlich wissen, ich mache alle 100 Jahre so einen richtigen, ordentlichen Putz in meiner Hexenküche. Ja, ja, so ein Jahrhundertputz. Und dafür wäre dieser Staubwedel genau das Richtige. Na gut, Moment. Aber zu dem Staubwedel, da brauche ich auch jemanden, den der Staubwedel bewegt. Ja, ja, ja. Kinder, wem gehört dieser Staubwedel, hä? Kasperl! Na wunderbar! Dann nehme ich einfach den Kasperl einfach mit! Ja, richtig! Und ich weiß auch schon wie! Herr Sack, komm hierher! So, hierher! Hinlegen! So, Staubwedel! So! So, in den Sack rein! So. Verstecken. So. Und jetzt soll der Kasperl einfach kommen. Moment, aber ich muss mich da irgendwo verstecken. Wo soll ich mich denn verstecken? Vielleicht im Wasser? Nein, schwimmen kann ich doch nicht. Aha, was sehen da meine Äuglein? Eine Höhle. Na supi! Dann verstecke ich mich einfach in der Höhle. Upiti, upiti, upata. Ui. Jetzt müssen wir die alte Kiste heimschieben. Und der Kasperl ist auch nicht da. Kinder, was sagt ihr? Was? Hier, Kinder, mein Staubwedel ist weg. Ja. Was? Im Sack drinnen? Ja, da schau ich gleich mal rein. Ihr sagt, im Sack ist er drinnen, der Staubwedel. Warte, schauen wir mal rein. Ui, stimmt, Kinder, ihr habt recht. Kinder, ihr habt recht, da ist der Staubwedel drinnen. Na, Oma, das funktioniert ja gut. Kasperl, ich bin ja schon da. Was? Aber ich bin doch keine Hexe, nicht. Achso, die Hexe war da? Aha. Den Zeppel gefangen. Oi. Oje, 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 Jägerle. Ha, was ist der Sackerl?
Im Sackerl. Ma. Ja, das ist eine Katastrophe. Zu Hause liegt die Großmutter im Bett und bringt die Beine nicht rein. Aha. Ja, sagt sie mal, hat sie gesagt, wo sie hinmarschiert ist? Ja. Ah, darüber? Ja. Ah, das ist aber der Weg in den Hexenwald. Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob ich mich da traue, da fürchte ich mich, da gehe ich lieber heim. Blab, blab, blab. Was? Ihr kommt mit mir mit? Ja. Das finde ich aber sehr aufmerksam. Und ihr habt doch sicher keine Angst? Ja. Dann nicht, dass ihr dann in die Windel macht's. Ja. Nein? Na gut, wenn wir alle gemeinsam zusammenhelfen, kann ja nichts passieren. Aber ich sag's gleich, am besten wäre wohl, wenn ich irgendwas mitnehme. Was? Ah, den Besen, das ist gescheit. Ich nehme den Besen mit, der liegt da schon so schön herum. Und damit, falls die Hexe mir was tun will, kriegt sie eine auf den Popsch. Ha! So machen wir das. Dann würde ich vorschlagen, du gehst mit. Hervorragend. Und die Kinder zu Hause, die nehmen wir auch mit. Dann würde ich vorschlagen, wir zählen bis drei und marschieren gemeinsam in den Hexenwald. Eins, zwei, drei und los geht's. Jetzt sag ich dir zum letzten Mal. Komm sofort heraus. Quack, 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 quack. Ich komm nicht raus. Du bist ein alter Zwetschgenkrampus. Na warte. Wenn du da nicht rauskommst. Was, was? Na warte. Wenn du da nicht rauskommst, ja, dann werde ich dich verzaubern. Jawohl, verzaubern, verzaubern. Du kannst überhaupt nicht zaubern. Was, was? Du bist schier. Ich bin schier? Ich bin die schönste Urma. Ja, das stimmt. Oh, bitte, aber bitte, du bist schier. Du. Ja, 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 ja. Du. Nein, nein. Aber was? Ich werde euch alle verzaubern und dich auch. Moment. Ja. Bla, 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 bla. Ja, jetzt hol ich mein Zauberbuch. So. Ja, jetzt hol ich mein Zauberbuch und ich werde euch alle verzaubern. Ja. Moment. Jetzt hol ich mein Zauberbuch. Na, warte. Warte. Ich habe es da unten in meinem Keller versteckt. Ja, richtig. So. Kinder? Ja. Kinder, ist sie weg? Kinder, wisst ihr was vom Kasperl? Ja! Wirklich? Ja! Das schaut so nach aus. Ach, na sehr gut, ihr seid ja eh schon da. Sagt's, was? Wo? Ah, da ist ja der Sack. Sagt's, ist da der Seppel drinnen? Ja! Was? Ich tue mal, ich frage ihn einmal. Hallo, hallo. Ist da jemand? Mhm. Wer denn? Der Nikolaus. Was? Seppel, bist das du? Ja, frag nicht so blöd, natürlich bin's ich. Na, warte, Seppel, ich helfe dir, warte, ja, ich mit dem Besen daher so. Mhm. Warte, komm her doch. Hilf mir doch raus. Ja, warte. Ah, kriegst du eh noch Luft? Ja, nimm mir viel. Upsi. Ah, ah. Oh, schwupps. So. Jetzt bin ich wieder frei. Danke, Kasperl. Was, ja? Danke. Ja, bitte. Was, wo ist die Hexe? Passt auf, ja, dann müssen wir aber leise sein, ja, dann müssen wir leise sein, weil sonst hört sie uns. Kasperl. Was? Kasperl, ich fürchte mich. Seppel, ja, im Keller, warte, wir machen es so, Seppel, du versteck dich da drüben. Ja, wo denn? Da hinter dem Kessel. Gut. Und ich leg den Sack daher, so. Genau, dann glaubt sie, der Seppi ist drinnen. Kasperl. Ha? Kasperl, was hast du denn für einen Plan? Einen tollen Plan. Du versteckst dich da, ja. Ich versteck mich da drüben. Ja. Und pass auf, Kinder, wenn die Hexe kommt, dann ruft's mich, ja? Aber du hörst mich. Was? Aber du hörst mich. Ja, drum sagt es ihr mir ja. So. Aber du kommst immer nicht. Na, dann müsst ihr mich halt früher rufen, dann komm ich früher. Gut. So, ich versteck mich. So, warte. Ah, jetzt bring ich den Besen nicht rein. Was mach ich denn? Na, du fest. Was? Ich leg ihn um. So, bumm. Ja. Ah.
Und ich leg mich auch um. Ja. So, sieht man doch was? Ja! Was denn? Also die Mütze, da mach ich's anders. Ich versteck mich so. Sieht man noch was? Ja! Was sieht man denn noch? Ja! Was, dein Popo? Ja! Aha, mein Popo. Gut, ich versteck mich. Und ihr sagt das, wenn sie kommt? Ja! Aber nicht zu früh. Ja! Auch nicht zu spät. Ja! Ui, ich glaube, ich höre sie kommen. Ich bin die Fischer-Urmann, ich hab die erste Sohn. Ja. Kaspi! Kaspi, jetzt! Jetzt! Au! Aua! Kaspi, was soll denn das? Bitte, Entschuldigung, die Kinder haben mich gerufen. Ja, aber schau ich aus wie eine Hexe? Nein, du schaust aus wie ein Nikolaus. Eben! Also du darfst doch nicht warten. Warte, ich höre die Hexe kommen. Versteht's, habe ich mein Hexenbuch. Versteck dich, Kaspi! Und jetzt werde ich euch einfach verzaubern in einen Schaum. Was ist denn los? Wir haben die Hexe gefangen. Aber Moment. Was? Ja, aber den Besen brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Wir haben die Hexe und die bringen wir jetzt zur Polizei. Was ist denn passiert? Kasperl, Seppal, lass mich sofort los. Nein, überhaupt nicht, lass mir dich los. Oma, weißt du was? Ja, was denn? Du wirst uns jetzt was versprechen. Ja, was soll ich denn versprechen? Du wirst jetzt deine Zauberkunst für uns nämlich einsetzen, ja? Ja, genau. Aber ihr wisst doch, ich muss einen Jahresputz machen bei mir in der Hexenhöhle. Ja, nein, trotzdem mal eine zu, wir machen so. Ja, nein, wir machen der Urm ein Angebot. Wir bringen dich nicht zur Polizei. Sondern? Aber dafür musst du unser Auto putzen. Genau. Und die Kasperlvilla musst du putzen. Ja, Kasperl. Ja. Und unserer Großmutter musst du den Rücken massieren, damit ihr Hexenschuss wieder weg ist. Ja, okay. Einverstanden? Okay, aber jetzt zieh mich das runter, bitte. Na gut. Oh, ups. So. Na, sowas. So, aber jetzt, bevor wir zum Putzen anfangen, müssen wir uns aber erst vor alle von den Kindern verabschieden. Ja, okay. Na, Oja. Was? Echt? Ah, Oja, die hilft schon. Wir werden beide aufpassen, damit sie nicht mehr davonläuft. Kaspi? Na gut. Sag mal unser Sprüchchen. Jetzt sag mal unser Sprüchchen. Ich schwöre auf meine Hexen. Ja, auf deine Hexenzähne. Ja, ja. Also, liebe Kinder, lasst euch sagen, uns knurrt vor Hunger schon der Magen. Drum ist jetzt unser Spiel schon aus. Führt euch Gott, geht's brav nach Haus. Und wir alle sagen hier heute, es war uns eine Ehre. Halleluja, habe die Ehre. Führt euch. Bis zum nächsten Mal.